Servus, Grüezi und Hallo, willkommen zu meinem ganz kurzen Quick-Unboxing. Ich habe nicht viel Zeit. Was ist da drin? Habe ich lange drauf gewartet. Ein sehr interessantes Produkt, wie ich finde. Ja, von DJI, der Osmo Pocket. Ich bin mal gespannt, was da, ob auch diese Tasche dabei ist. War ein bisschen problematisch, den zu bekommen. Kam direkt aus China. Obwohl ich bei Amazon in Deutschland bestellt habe, war das gar nicht so ersichtlich. Eigentlich nicht ganz richtig. So, ich denke, das muss man abschieben, rüberschieben. Ist aber festgeklebt. Ach, die machen das aber auch spannend. Ist das ein Eierkarton eigentlich? Also der Aufkleber ist es nicht mehr. Das ist ja ganz schön proper Mesh. Schätzelein, komm raus. So. Leicht eingeprägt das Logo und da ist das kleine Ding. Och, ist das sweet. Das war mir nie so richtig bewusst, ob die jetzt auch wirklich dabei ist, die Tasche, oder ob die extra kostet. Was haben wir? Unnützes Zeug. Dann haben wir hier einmal Handschlaufe, damit einem das nicht aus der Hand fällt. Das ist die Aufbewahrungsbox für den kleinen Osmo, dass ihr den in die Tasche stecken könnt und das Gimbal geschützt ist und Co. Hier haben wir wohl die Adapter dabei, soll für Smartphone USB-C und wichtig, kein Micro-USB sein. Na, hier haben wir Lightning, also für Apple-Geräte, und hier den USB-C-Anschluss für Smartphone. Natürlich kann diese Kamera auch autonom arbeiten, das heißt, sie braucht nicht zwangsläufig diesen Adapter bzw. ein Smartphone. Viele Einstellungen könnt ihr natürlich dann nur über das Smartphone machen, aber naja, okay, Sichtschutz, Zupf, machen wir es eigentlich mal an. Recht kalt, die Kleine, mal gucken. 5 Sekunden soll sie startbereit sein. Ja. Hat ein bisschen was von Nummer 5 lebt. Okay, Akku ist fast voll, Respekt. Dieses Produkt ist nicht aktiviert. Ja, willkommen bei DJI. Guckst du, da ist große Bruder. Ja, Tasche ist dabei, Ladekabel ist dabei. Beschreibung gucke ich mal ganz schnell, ob wir die auch in Deutsch haben. Kurzanleitung, also Kurzanleitung ist auch in Deutsch. Und was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich sicherheitsrelevante Geschichten. Wing, Paon, Wein. Ja, genau, irgend sowas, ne? Ja, Sicherheitsbestimmung. Ja, das war mein Quick-Unboxing. Jetzt geht's los mit dem Testen. Speicherkarte rein und dann gucken wir mal, wie die Qualität von diesem kleinen Einäugigen ist. Alles klar, ich hoffe, mein kleines Quick-Unboxing hat euch gefallen. Fragen zum Gerät stellt ihr mir gerne. Und ich habe mir das Gerät gekauft. Ich bin nicht gesponsert oder ähnliches. Ich habe mir das also ganz normal gekauft. Nur zur Info, ich bin da völlig unabhängig. Ich gucke mal, wie das Ding so ist. Tschüss.